Belgien gegen Italien, zwei Teams, die eigentlich gar nicht mehr dabei sein sollten, wenn du mich fragst. Ich frag dich aber auch gleich, wenn unser Tipp und Video zu diesem Spiel losgeht. Dann frag mal. Also, Radek, warum sollten beide Teams nicht mehr dabei sein? Naja, wir haben ja vielleicht die Achtelfinalspiele gesehen. Die Italiener waren ja wirklich knallhart dran, dass sie sich gegen Österreich bis auf die Knochen blamieren. Und dann muss man wiederum sagen, dass die Österreicher einfach wirklich sympathisch aufgetreten sind, gekämpft haben und dann haben sie sogar noch die Führung erzielt durch Arnautovic, der so viel im Abseits stand. Er hat schon wieder gejubelt wie ein Verrückter und bitter für ihn, dass er dieses Tor nicht gekriegt hat, weil er ja vor dem Spiel groß angekündigt hat, dass Österreich einfach alles geben wird. Aber haben sie auch gegeben und dann war in der Verlängerung Italien zweimal cleverer. Und nichtsdestotrotz habe ich selbst irgendwie in der zweiten Halbzeit der Verlängerung, als Italien 2-0 führte, noch dran geglaubt, dass die Österreicher es noch drehen und dann dieser Kalajdzic reinkommt und irgendwo ein Kopfballtor auf Höhe des Schienbeins macht. Und sie hatten sogar wirklich noch Chancen, Sabitzer irgendwie aus dem 5-Meter-Raum irgendwie dann versemmelt. Also Hut ab Österreich, beste Leistung einer österreichischen Mannschaft aller Zeiten. Auf der anderen Seite Italien ist weitergekommen. Ich denke, da braucht man dieses Spiel gar nicht allzu schlecht einordnen. Die haben nach wie vor nach 90 Minuten kein Gegentor kassiert. Die Abwehr ist unmöglich anscheinend zu knacken. Und auf der anderen Seite, warum ich denke, dass beide Mannschaften vielleicht nicht unbedingt hätten weiterkommen müssen, ist natürlich, dass Belgien gegen Portugal 90 Minuten die schlechtere Mannschaft war. Portugal irgendwie 20-3 Torschüsse oder was. Aber Thorgan Hazard, den ich immer als den schlechten Hazard bezeichne, hat ein wahnsinniges Traumtor geschossen und ich werde ihn nie wieder, immer wenn ich gesagt habe, er ist der schlechte Hazard, habe ich mich geirrt, Thorgan, du bist kein Hazard. Nein, du bist auch natürlich nicht schlecht. Und auch kein Dortmunder vielleicht. Also, ich gebe da auch meinen Senf dazu. Österreich hat mir auch wahnsinnig imponiert und mir geht es genauso wie dir. 2-0 liegen sie in der Verlängerung hinten, aber du hattest nicht das Gefühl, dass die aufgeben. Du hattest das Gefühl, die glauben mehr daran, als Deutschland 1-0 gegen England hinten war. Mhm. Und die sind dann auch noch wirklich angestürmt und hätten mindestens das Elfmeterschießen verdient gehabt. Echt traurig. Für Italien ist vielleicht auch mal wichtig, dass jetzt, sie haben einen neuen Rekord aufgestellt, so und so viele hunderte Minuten oder tausende Minuten ohne Gegentor. Diese Statistik fängt jetzt auch wieder von null an, dank Kalajdzic, der wirklich ein Megator geschossen hat. Und ja, jetzt geht's gegen Belgien, die ich genauso sehe wie du. Die waren gegen Portugal überraschend viel schlechter und alles, was man im Achtelfinale an spektakulären, torreichen Spielen erwartet hätte, sah man in 7 oder 6 Partien, aber nicht bei Belgien gegen Portugal. Und ja, jetzt mal ganz ernsthaft, Radek, wir haben hier ein Team mit Belgien, das haben wir auch schon öfter gesagt, die hauen die mittelmäßigen Teams weg, die gewinnen richtig hoch gegen schlechte, wo in Deutschland, wo in England sich teilweise anstellt, gewinnt Belgien halt dann mal 3-4-5-0. Aber wenn es gegen gleichmäßige, gleichwertige oder bessere, in Anführungsstrichen bessere, weil sie sind ja Nummer 1 der Welt, geht, dann versagen sie. Wenn du mal die Aufstellung anschaust, wie viele Dortmunder da drin sind, dann macht ja alles Sinn. Also Dortmund ist ja dafür bekannt, irgendwo immer mal vorne mitzuspielen und sich dann alles zu versauen. Und jetzt wissen wir auch, warum Belgien so schwach ist. Es gibt, by the way, 4 Teams, die vor der Europameisterschaft keiner im Viertelfinale erwartet hatte. Diese beiden würde man fast gerne in einem Finale sehen. Hätten sie auch beide vom Können und so verdient. Ja. Aber jetzt, glaube ich, wolltest du dazu noch was sagen. Zumindest hast du so den Anschein gemacht. Hör ich dir mal zu. Ja, dass Belgien eigentlich ins Finale müsste. Allerdings denke ich, dass der Trend der Belgier stark nach unten geht, wie du schon gesagt hast. Und die Gründe dafür sind ja auch, weil De Bruyne wieder extrem angeschlagen ist.
Eden Hazard ist verletzt raus gegen die Portugiesen. Und wenn die zwei wieder draußen sind, dann hängt Lukaku noch mehr in der Luft, wie er jetzt gegen Portugal schon in der Luft gehangen ist. Der hat sich zwar viele Chancen erarbeitet, aber es war traurig anzusehen, wie dann ein Carrasco einfach es nicht gecheckt hat, nach fünfmaligen Winken zu ihm zu passen. Und ich denke, dass die Belgier gegen Italien deswegen keine Chance haben werden. Und vor allem auch, ja, die kommen auf dem Zahnfleisch daher. Du hast einen guten Punkt mit Dortmund genannt. Und die Italiener, ja, nach wie vor, das gegen Österreich, das war halt so ein Schuss vor dem Bug, keine Mannschaft so ein bisschen auf die leichte Schulter zu nehmen, weil die Frage war ja eigentlich nur, wie hoch die Italiener gegen Österreich gewinnen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Favoriten wie Frankreich, Holland, auch die Deutschen vielleicht, hat Italien dann das Spiel aber noch rumgebogen und dieses Spiel gewonnen. Charaktertest bestanden, jetzt wird es wieder ein bisschen schwerer. Aber auf jeden Fall machbar für die super Italiener, die super Defensive der Italiener. Und im Sturm können die auch treffen. Dafür ist die belgische Abwehr auch nicht so überragend. Das war noch ihr bester Teil gegen Portugal. Da mussten sie ja schon wirklich viel verteidigen. Ich gehe hier von einem engen Spiel aus, weil die Belgier auch nicht schlecht verteidigen. Denke aber, diese 2,5 auf Italien ist gut genug. Und da wären wir jetzt wieder bei der Belgien-Thematik, ob man drauf setzt, Sieger nach 90 Minuten oder Italien kommt weiter. Denn die Quote für Italien kommt weiter, sage ich dir, weil ich schon nachgeschaut habe, um hier vorbereitet zu sein, ist 1,7. Und da ist der Unterschied halt massiv. Und wenn man davon ausgeht, dass eine Mannschaft hier einen leichten Vorsprung oder sogar einen großen Vorsprung hat, wie Italien meiner Meinung nach, dann macht es Sinn, in 90 Minuten drauf zu setzen, um nicht viel Geld nicht zu gewinnen, falls man gewinnt. Wenn es unentschieden hier ausgehen sollte, ist natürlich auch die Gefahr, aber das könnte man ja zum Beispiel mit einem Asian Handicap noch ein bisschen absichern, was ich immer noch besser finde als dieses 1,7 nach to qualify, wo man nicht unbedingt muss. Also hier Italien minus 0,25, mein Vorschlag, für eine 2,05. Heißt, bei einem Unentschieden verliert man die Hälfte des Einsatzes. Ansonsten, wenn Italien das nach 90 Minuten 1-0 gewinnt, wie ich sage, dann gewinnen sie hier diese Quote. Also, Belgien hat definitiv jetzt vielleicht auch ein bisschen Selbstbewusstsein, weil sie haben gegen starkes Portugal gewonnen. Auf der anderen Seite gibt es verletzte Spieler und es gibt immer noch nicht die Bestätigung, dass sie für den ganz großen Wurf fähig sind. Ich glaube, dieses Spiel ist für Italien sogar leichter als gegen Österreich, denn da waren sie schon haushoher Favorit und sie waren vielleicht ein bisschen verwundert, wie viel Gegenwehr von den Österreichern gekommen ist. Und ich kann es nur immer wieder betonen, die haben wirklich viele Spitzenspieler, auch mit internationaler Klasse, mit Champions League-Format. Aber das haben sie in der Gruppenphase nicht gezeigt, unsere österreichischen Kollegen. Und die Italiener, nochmal darauf zurückzukommen, die wissen jetzt genau, wer der Gegner ist. Die sind auf Augenhöhe, die sind saustark und deshalb glaube ich, dass die Taktik, die defensive Ausrichtung, die wahrscheinlich Italien haben wird, es ihnen leichter fällt, ins Spiel zu kommen, leichter fällt, einen Matchplan zu entwickeln und auch an dem festzuhalten. Weil du hast ja schon gegen Österreich gemerkt, erste Halbzeit war, ich will fast schon sagen, überragend von Italien. Aber dann, als auf einmal die Österreicher kommen aus der Kabine, spielen mit, haben Chancen, schießen Tor. Italien wusste gar nicht mehr, was passiert. Aber das kann gegen Belgien nicht passieren. Und deshalb ist für mich Italien höherer Favorit. Und ich finde alle drei Wetten gut. Ich finde, wer kommt weiter gut. Ich finde die 2,5-Quote Wahnsinn. Da finde ich das Risiko, wäre es mir sogar wert. Und man kann das aber auch ein bisschen abmildern mit dem Asian Handicap. Damit macht man auch nichts falsch. Meine persönliche Meinung ist aber definitiv, dass Italien weiterkommt. Ja, dann haben wir ja für jede Niveaustufe was dabei oder jede Sicherheitsstufe. Und der Kompromiss in der Mitte ist eben Asian Handicap minus 0,25 mit einer 2,05er Quote. Denn abschreiben, ja, muss man die Belgier auch noch nicht, aber es gibt meiner Meinung nach mehr Gründe für Italien. Wenn du das anders siehst, lass uns wissen, warum Belgien hier weiterkommen sollte. Weil sie bessere Pommes und Schokolade machen? Da bin ich doch eher dann Fan der italienischen Küche und vor allem des Landes Italien. Also die wollen wir doch hier weitersehen, oder? Dann und wir sagen, by the way, beide 1-0 Italien. Wird
Leider kein Offensivkracher, aber ein spannendes Spiel für Freitag 21 Uhr. Ja, jetzt sagst du noch was, wenn wir uns bei einem Ergebnis einig sind, dann müsste man hier so unter 1 oder unter 1,5 wetten. Aber das ist eigentlich eine Frechheit, dass es hier eine 2,85 ist, fast zu niedrig dafür, wenn man sagt, hier fällt nur ein Tor oder Geld zurück. Ach, das sind alles keine guten Wetten. Deswegen genießen wir dieses Spiel, das eines Finales würdig ist vom Namen her. Dann soll es mal liefern, aber am Ende mit besserem Ende für die Italiener. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.